Hallo, in dem letzten Video haben wir eine Einkaufsanwendung gemacht, in dem wir nur einen Artikel hatten und dieser Artikel hatte unterschiedliche Preise, je nach Bestellmenge hat sich der Preis immer variiert. Und jetzt in diesem Video werden wir dieses Konzept weiterentwickeln, indem wir jetzt mehrere Artikel haben. Und hier sind unsere Artikel. Jetzt, wir sind hier ich nehme mal an, die Annahme ist hier, dass wir jetzt ein Verkäufer von Modellbausätze sind. Und das sind unsere Artikel hier. Die haben alle Artikelnummer und das sind die Bestellmengen. Also bei Bestellmenge 1 kostet zum Beispiel das Rennauto 15, das Passagierflugzeug 26 und so weiter. Bei Bestellmenge 10 würde das Rennauto dann 12 kosten, bei Bestellmenge 100 würde das 9 und so weiter. Und alle Artikel haben immer dieselben Preisstufen oder sagen wir mal immer dieselben Mengestufen, wo sich die Preise dann variieren. Und die Frage ist, wie können wir sowas berechnen? Jetzt, und natürlich die Kundendaten sind noch vom letzten Beispiel oder vom letzten Video, das sind dieselben Kunden mit dieselben Rabatte. Und daher, bevor wir jetzt anfangen, werde ich mal das hier ein bisschen kunden- oder benutzerfreundlicher machen. Und zwar da die Zellen, wo ich dann etwas eingeben muss, mache ich mal jetzt gelb. Und dann gehe ich hier auf den Eimer und wähle mir die Gelbfarbe an. Und sobald ich den Eimer gewählt habe, kann ich dann alle anderen so. Das sind jetzt nur die drei Felder, erfordern eine Eingabe. Alles andere wird berechnet. So, der erste Schritt ist hier bei der Beschreibung, will ich jetzt also eines dieser Produkte eingeben. Und wie ich schon oft erwähnt habe, ist eine manuelle Eingabe, also jetzt mit der Tastatur, ist nicht sehr hilfreich, gerade bei solchen Beschreibungen, weil man kann immer einen Schreibfehler machen und man kann den Artikel komplett falsch schreiben. Und deswegen wäre hier ein Dropdown empfehlenswert. Und Dropdowns machen wir über Daten. Datenüberprüfung. Wir wählen uns Liste aus und hier bei Quelle klicke ich da rein, gehe dann zu unsere Produkte und wähle die ganze Spalte. Der Grund dafür ist, dass indem ich die ganze Spalte wähle, wenn jetzt neue Produkte reinkommen, werden die dann automatisch im Dropdown hinzugefügt. Ich habe auch eigentlich mehrere Videos über Dropdowns gemacht. Also wer sich dann mehr Details erwünscht über Dropdowns in Excel, kann sich diese Videos anschauen. So, und okay. Und dann habe ich dann meine Artikel da. Okay, und wie gesagt, also sobald ich jetzt nehme an, ich probiere mal jetzt ein paar Dinger hinzu. Und dann sieht man, wenn ich jetzt zu meinem Dropdown gehe, dann sind diese neuen Artikel schon wieder drin. Und natürlich, wenn ich die auch wieder lösche, sind sie dann auch wieder weg. Okay, nehmen wir mal einen Artikel. So, jetzt brauchen wir die Artikelnummer für diesen Artikel. Und das ist hier wie bei den Kundenrabatte, da ist es mit dem S-Verweis. Und das können wir gleich schnell machen. Funktionsassistent. Entweder bei zuletzt verwendet haben wir einen S-Verweis, wenn nicht, dann über alle. Und dann muss ich halt diese alphabetische Liste runterrollen, bis ich bei S bzw. S-Verweis ankomme. So, beim S-Verweis haben wir das Suchkriterium. Suchkriterium ist, was ich weiß. Ich kenne die Beschriftung oder sorry, die Beschreibung des Artikels. Das ist also die E4. Matrix ist, wo ist die Tabelle? Die Tabelle ist das. Jetzt, was wähle ich hier? Eigentlich will ich hier die Artikelnummer, also es langt mir die zwei Spalten, weil die zwei Spalten haben dann alles. Nicht vergessen, ich habe es im letzten Video erwähnt, erwähne es ja nochmal, dass die erste Spalte in dem Matrix muss vom selben Typ sein wie das Suchkriterium. Unser Suchkriterium ist eine Beschreibung, eine Artikelbeschreibung, daher ist die erste Spalte des Matrixes auch die Beschreibung. Das ist sehr wichtig, sonst funktioniert das gar nicht. So, das haben wir hier. Dann Spaltenindex, aus welcher Spalte kommen unsere Artikelnummer? Aus der zweiten Spalte, weil A, wir haben ja, unser Matrix ist ja A und B. A ist die erste Spalte, das heißt, B ist dann die zweite Spalte und deswegen hier gibt man einfach eine 2 rein. Bei Bereichsverweis ist so, die Frage kommt hier, kann ein Artikel existieren oder kann ein Produkt existieren zwischen Rennauto und Passagierflugzeug? Nein.
man ist entweder oder man bestellt entweder ein Rennauto oder ein Passagierflugzeug oder ein Panzer. Es gibt nichts dazwischen und von daher ist hier der Bereich für Weiß falsch. Habe ich falsch geschrieben? So, okay. Und okay. So, und da haben wir jetzt die Artikelnummer. Jedes Mal, wenn man jetzt einen Artikel wählt, hat man automatisch die Artikelnummer. Jetzt die Bestellmenge gebe ich ein. Sagen wir mal 319. 319 Stück bestelle ich. Und jetzt kommen wir zur Kern der ganzen Sache. Ich will jetzt den Stückpreis kalkulieren. Jetzt mit dem Stückpreis fangen wir mal ganz einfach an. Nehmen wir mal an, ich will nur den Stückpreis ausrechnen, wenn ich ein Stück bestelle. Okay? So. Und deswegen hier ist es wieder, wie gehabt, ein S-Verweis erneut. Und dann gehe ich hier auf zuletzt verwendet. Wir haben jetzt schon S-Verweis verwendet, da ist er ja. Suchkriterium in dem Fall ist wieder die Beschreibung. Matrix ist erneut meine Produktdaten. Nehme ich mal das Ganze hier. Spaltenindex, wir wollen ja jetzt vor 1, also ist es dann 3. Und Bereichverweis ist erneut falsch, weil, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, man kann nicht, entweder bestellt man ein Auto oder ein Flugzeug, da ist nichts dazwischen. Also dann hier 3 und hier Bereichverweis ist dann falsch. Okay, und da habe ich 34 für das Schlachtschiff. Ja, das stimmt. Okay, und wenn wir es jetzt mal was anderes nehmen, nehmen wir den LKW zum Beispiel, dann ist 13. Genau. Stimmt auch. Jetzt kommen wir zur Sache. Und zwar das Problem jetzt, also hier funktioniert es weiß ganz gut, nur halt, er ist nicht von dem abhängig. Das Resultat ist nur das Resultat für ein Stück. Und das ist also quasi hier die Bestellmenge bis jetzt spielt keine Rolle. Und der Grund darum ist, ich gehe mal in den S-Verweis rein, ist das hier. Wir haben den Spaltenindex hier eingetippt. Wir haben gesagt 3. Ja? Und ideal wäre, wenn hier dieser Spaltenindex dynamisch ist. Das heißt, der ändert sich, je nachdem, wie die Bestellmenge ist. Also jetzt zum Beispiel, wir haben 319, dann wäre ideal, wenn der Spaltenindex nicht 3 ist hier, sondern eigentlich 5 hier. Weil 319 ist quasi ab 100 quasi. Bei einer Bestellmenge von 319 muss ich ja eigentlich diesen 100er Preis kaufen. Und wenn ich zum Beispiel eine andere Bestellmenge eingebe, zum Beispiel 15, dann müsste ich dann auf Spaltenindex 4 gehen, weil das wäre dann dieser 10er Preis und so weiter. Und das tut unser Ding nicht, unser S-Verweis jetzt hier nicht, weil wir haben ja die 3 manuell eingetippt und die wird sich nie ändern. Wie kann ich jetzt so einen dynamischen Spaltenindex machen? Okay, erstmal braucht man eine Art Funktion, die mir die Spalte ausgibt und da ist die Funktion Vergleich da. Und die Funktion Vergleich machen wir mal hier abseits vom Beispiel. Rufen wir mal die auf. Funktion Vergleich ist entweder über alle oder über Matrix, da wo auch S-Verweis ist. Und da ist sie, Vergleich. Vergleich erfordert 3 Sachen. Das erste ist Suchkriterium, ähnlich wie beim S-Verweis. Allerdings, jetzt hier muss man uns überlegen, was ist jetzt in unserem Fall das Suchkriterium? Wir wollen ja die Spalte rauskriegen, aber welche Spalte, anhand was? Wir wollen ja wissen, wo unsere Bestellmenge in der Abstufung passt. Ich gehe mal kurz raus. Unser Ziel mit der Vergleichsfunktion ist, diese Bestellmenge, bei welcher Abstufung stimmt die? Bei welcher Stufe passt sie? Und deswegen ist das Suchkriterium in dem Fall, also nicht die Beschreibung, sondern die Bestellmenge, weil um das geht es. Okay, holen wir uns wieder den Vergleich. So, also Suchkriterium ist die Bestellmenge. Suchmatrix, also wo sind meine Stufen? Das sind sie hier, diese 4. Jetzt kommen wir zum Vergleichstyp. Es gibt beim Vergleich, bei der Funktion Vergleich, 3 Typen. 0, 1 und minus 1. 0 heißt exakt. Also es heißt, also wenn ich 0 eingebe, heißt, er sucht sich, in welcher Spalte steht 319. Aber bei uns die Spalten, wenn man sich erinnert, die Stufen quasi waren 1, 10, 100 und 1000. Und deswegen 0 wäre für uns nicht passend, weil es wird kaum jemand kommen und der bestellt exakt ein Artikel oder exakt 10 Artikel oder exakt 100 Artikel. Die meisten Leute werden dann so wie jetzt 319 bestellen oder 21 oder 33 und so weiter. Deswegen ist 0 hier nur für exakt, also für exakte, wenn es exakt passt, dann benutzt man 0. Die andere Option wäre 1. Bei 1 heißt, dass die Bestellmenge ist gleich
ist gleich oder größer als eins der Stufen. Und das ist ja eigentlich, was wir wollen. Bei die 319 ist ja eigentlich gleich oder größer die Stufe 100. Und deswegen, ja, und die Bestellmenge 33 wäre dann gleich größer die Stufe 10 und so weiter. Okay, deswegen 1 wäre für uns passend. Es gibt dann eine dritte Alternative, minus 1. Minus 1 ist, dass unsere Bestellmenge gleich oder kleiner als die Stufe wäre. Ja, was für uns nicht passend ist. Also zum Beispiel bei 319 will ich eigentlich den 100er Preis und nicht den 10er Preis. Bei minus 1 würde ich bei der 119 nicht den 100er Preis kriegen, weil der wäre gleich, der wäre die Bestellmenge gleich größer, sondern ich wäre dann eine andere Stufe erhalten. Okay? Deswegen für uns jetzt hier, dadurch, dass unsere Bestellmenge größer gleich die Stufe wäre, ist dann 1 das Richtige. Und wichtig ist, wenn man 1 macht, dann kriegt man jetzt Spalte 3. Und Spalte 3 stimmt, weil unser Vergleich fängt von hier an, von C. Und von C, die dritte Spalte, wäre dann der 100er Preis. Okay? Und wenn ich jetzt mal eine andere Menge nehme, zum Beispiel 33, ist Spalte 2. Und das wäre von C aus die zweite Spalte. Das ist richtig. Warum von C? Weil erinnern uns, dass unser Suchmatrix von C anfängt, nicht von A. Und deswegen die zweite Spalte von C ist dann D quasi. Und das ist, wo unser 10er-Preis drin ist. Wichtig ist auch, wenn man im Vergleich die 1 wählt, müssen unser Matrix hier, der muss aufsteigend sortiert sein. Und das ist er jetzt. 1, 10, 100, 1000. Wenn ich bei meiner Vergleichsfunktion minus 1 nehmen würde, dann müssten die absteigend sortiert sein. Das heißt, unsere Spalten müssten dann 1000 und dann 100, dann 10, dann 1. Ja, da müsste ich zuerst die 1000er Preise haben, dann die 100er Preise, dann die 10er Preise und dann die 1er Preise. Das wäre bei minus 1. Das ist ein sehr wichtiges Konzept, sonst würde das nicht funktionieren. Also bei Vergleich, wenn ich bei Vergleichstyp 1 nehme, bei 0 ist egal, die Sortierung spielt keine Rolle. Wenn ich Vergleichstyp 1 nehme, müsste der Suchmatrix aufsteigend sortiert sein, also wie es jetzt in dem Fall ist. Und bei Vergleichstyp minus 1 muss der Suchmatrix absteigend sortiert sein. Okay, und da haben wir jetzt hier, dadurch, dass wir Vergleichstyp 1 haben, sieht man ja hier, dann muss ich sicherstellen, dass meine Suchmatrix aufsteigend sortiert ist, also quasi das hier, und das ist er auch. Und daher kriege ich das Richtige, ich kriege Spalte 2. Allerdings, mein S-Verweis, wenn man merkt, fängt an von Spalte A. Und mein Vergleichsmatrix fängt von Spalte C. Deswegen kriege ich die 2 hier, die stimmt nicht so ganz für den S-Verweis, weil der S-Verweis geht von A, während der Vergleich geht von C. Deswegen muss ich hier zu diesem Resultat nochmal plus 2, um dieses auszugleichen. Und jetzt kriege ich die richtige Spalte. Spalte 4 ist vor 33 und das ist richtig. 1, 2, 3, 4, richtig. Vor 33 kriege ich den, von der Bestellmenge von 33 kriege ich den 10er Preis. Wenn ich jetzt zum Beispiel die alte Menge 319 mache, ist jetzt die Spalte 5. Und das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann der 100er Preis. Und das stimmt dann wieder. So, das heißt, wir müssen jetzt anstatt unsere 3 hier, die wir vorhin eingetippt haben, als Spaltenindex, müssten wir eigentlich das Ganze hier reinkopieren. Und das macht man einfach so. Man markiert das mit Steuerung C. Ist es kopiert? Gehe ich mit Return raus. Gehe hier rein, markiere diese 3, dieser Spaltenindex, den wir vorher eingegeben haben. Und füge es ein. Ich kann es auch so machen, für wen das ungemütlich ist, hier zu arbeiten. Man geht hier rein, man kann den Funktionsassistent aufrufen. Und da haben wir ja unsere Funktion von vorhin. Und diese 3 mache ich weg. Und Steuerung V füge ich dann die Vergleichsfunktion, die wir gemacht haben. Ja, da sieht man ja die Vergleich. Ich kopiere quasi die ganze Vergleichsfunktion, diese ganze Arbeit, die ich hier gemacht habe, außer das ist gleich vorne, und füge es hier rein. Und dann auf OK. Und so habe ich jetzt einen dynamischen Preis. Ja, also LKW bei 319 Stück kostet 5 und LKW 100er Preis ist 5, stimmt genau. Wenn ich jetzt eine andere Menge nehme, zum Beispiel 3, ich bestelle nur 3 LKWs, jetzt kostet es 13 und genau das ist der 1er Preis. Und wenn ich jetzt 21 bestelle,
dann sind es 9 kostet es jetzt und 9 ist, genau, ist dann der 10er Preis. Also jetzt funktioniert das, indem wir also quasi unsere fixer Spaltenindex, den wir vorher eingetippt haben, haben wir jetzt mit so einer Vergleichsfunktion ersetzt. Okay? So, und dann, der Rest ist dann relativ easy. Die Summe ist eigentlich nichts anderes als die Bestellmenge mal der Stückpreis. Und der Rechnungsbetrag ist ja dann quasi die Summe mal, Klammer auf, 1 minus den Rabatt für den Kunde, Klammer zu, und so haben wir den Rechnungsbetrag. Also der Summe ist sowas, wenn einer keinen Rabatt kriegt, zahlt er diese Summe. Und Rechnungsbetrag ist dann mit dem Rabatt. Also das heißt, ein anderer Kunde kriegt einen anderen Rabatt und hat dann viel mehr Ersparnisse. Und das ist jetzt die Anwendung mit mehreren Produkten. Und hier in dem Fall sind die Produkte alle, oder die Produktpreise sind alle nach derselben Abstufung, haben alle, die Preise sind alle nach derselben, gehen alle nach derselben Abstufung, 1, 10, 100, 1000. Und wir werden diese Anwendung in weitere Videos weiterentwickeln.